startete das amerikanische Raumschiff Discovery 1 zu seinem 500-Millionen-Meilen-Flug zum Jupiter. Dies ist der erste bemannte Versuch, den entfernten Planeten zu erreichen. Heute Nachmittag hat die Welt am Abend ein Interview mit der Mannschaft des Raumschiffes in einer Entfernung von 80 Millionen Meilen von der Erde aufgenommen. Es hat 7 Minuten gedauert, bis unsere Worte im Raumschiff ankamen, aber wir haben die Pausen, die sich so zwischen Frage und Antwort ergaben, herausgeschnitten. Unser Reporter Martin Amer sprach mit der Mannschaft. Die Besatzung der Discovery 1 besteht aus 5 Männern und einem der modernsten Elektronengehirne, einem HAL-9000-Computer. 3 der 5 Männer wurden im Zustand des Dauerschlafes an Bord des gigantischen Raumschiffes gebracht. Es sind Dr. Charles Hunter, Dr. Jack Kimball und Dr. Viktor Kaminski. Wir sprachen mit dem Leiter des Unternehmens, Dr. David Bowman, und seinem Stellvertreter, Dr. Frank Poole. Guten Tag, meine Herren. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich bin zufrieden. Hier läuft alles nach Plan. Aha, ich freue mich sehr, das zu hören. Und ich bin davon überzeugt, dass die ganze Welt Ihnen ebenso wie ich weiterhin einen erfolgreichen Flug wünscht. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Bekanntlich hat man den künstlichen Dauerschlaf schon bei früheren Weltraumfahrten angewandt. Aber bei diesem Unternehmen hat man zum ersten Mal Astronauten vor dem Abflug in Dauerschlaf versetzt. Warum, Dr. Bowman? Aus rationellen Gründen. Wir sparen so Verpflegung und was noch wesentlicher ist Sauerstoff. Und die 3 Kollegen sind am Ziel der Reise frisch und ausgeruht. Hunter, Kimball und Kaminski sind das Forschungsteam. Und sie brauchen erst dann in Aktion zu treten, wenn wir uns dem Jupiter nähern. Dr. Poole, wie fühlt man sich, wenn man im Dauerschlaf liegt? Es ist so, als ob man schläft. Man hat kein Zeitgefühl mehr. Der subjektive Unterschied zum normalen Schlaf besteht bloß darin, dass man nicht träumt. Soviel ich gehört habe, atmet man nur einmal in der Minute. Ist das wahr? Ja, das stimmt. Und das Herz schlägt 3-mal in der Minute. Die Körpertemperatur ist auf ungefähr 3 Grad abgesetzt. Das 6. Mitglied der Discovery-Mannschaft braucht nicht in Dauerschlaf versetzt zu werden, damit man Sauerstoff spart. Der HAL-9000-Computer ist das komplizierteste und vollkommenste Elektronengehirn, das es zurzeit auf der Welt gibt. Er ist imstande, fast alle Funktionen des menschlichen Gehirns zu vollziehen oder nachzuahmen, wie manche Experten lieber sagen. Und das mit wesentlich größerer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit als wir. Unser nächster Gesprächspartner ist also der HAL-9000-Computer. Und wie man uns sagte, hört er auf den Namen Harold.